Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück hier bei uns an der Mühle zum zweiten Teil der Bauholzsaga. Wie ihr seht, ich habe schon jede Menge Späne produziert, aber nicht nur Späne, sondern auch jede Menge Holz. Ich war jetzt ungefähr 2 Tage dran und habe erstmal alles, was faul ist, von dem Holzpolter runtergearbeitet. Und heute habe ich folgenden Plan: Ich möchte Bauholz schneiden und alles, was so an Randbrettern, was so als Schalbretter außen so am Rand der Bäume übrig bleibt, also in Anführungsstrichen Schwarten, aber es ist meistens mehr als nur so ein Schwartenbrett, es ist halt richtig teilweise Baumkante, die packen wir hier auf einen Spalter mit dem Schlepper zusammen und dann machen wir das gleich zu Brennholz. Wir nehmen uns hier den Bagger, der steht hier neben mir schon bereit. Damit holen wir uns die dicken Holzstämme und legen die hier bei uns auf unser Blockbandsägewerk. Wie ihr wisst, sind wir ja hier am Haus dran, brauchen wir jede Menge Bauholz. Ich habe noch mal frisches Fichtenholz oben im Wald gekauft, aber bevor ich das holen will, wollte ich erstmal meine alte Charge komplett aufarbeiten. Ich habe euch ja gesagt, dass ich ziemlich, sagen wir mal, doch, ich will nicht sagen beeindruckt, aber überrascht war davon, wie gut das mit dem 50 cm Holz funktioniert hat. Ich zeige euch mal, wo ich es jetzt aufgestapelt habe. Das Huhn fühlt sich auch rudelwohl, ne? Alles gut? Ja, habe ich schön gemacht, ne? Hier haben wir das Holz, das habe ich jetzt erstmal hier hingestapelt. Müssten so in Raummetern so, ich schätze mal, 4,5 Meter werden es geworden sein. Das muss ich jetzt noch mal ein bisschen abtrocknen lassen. Das Holz an sich ist jetzt nicht mehr richtig dolle nass, aber es hat halt drauf geregnet und hier, wo das schon so ein bisschen morsch ist, da hat das natürlich auch ordentlich ins Holz reingezogen. Das heißt, hier unter der Remise steht das erstmal gut. Ja, was ich festgestellt habe, ist das Aufstapeln an sich von dem halben Meter Holz, das ist halt nicht so ganz so praktisch wie das Meter Holz, weil das halbe Meter, das ist natürlich schon ein bisschen Wackelwerk und wenn man das hochstapelt und nichts hat, wo es sich ein bisschen gegenlehnen kann, dann ist auch die Unfallgefahr ziemlich groß. Ansonsten hat mir das wirklich gut gefallen mit dem halben Meter. Das ist halt praktisch, das ist fertig, das kann ich mir direkt da vom Stapel ziehen und dann direkt hier auf den Schubkarren laden. Und wenn es auf dem Schubkarren ist, dann ist es schon halb in unserem Heizungskeller. Ja, hier sieht man so Rand- und Schalenbretter, die ich nicht gleich verarbeitet habe. Die liegen natürlich hier rum und werden natürlich auch nicht besser. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich verarbeite die gleich. Das hole ich irgendwann mal nach, weil das ist ja jetzt nass, das Holz. Aber hier liegen die Stämme, die ich für noch Gebrauchs fähig befunden habe. Man sieht hier, der kann jetzt einfach ein Trocknungsriss sein, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, oder hier, das könnte auch schon ein Anzeichen von Fäulnis sein, aber auch schon ein bisschen Baumpilz, aber die Ränder werden ja eh abgeschnitten, von daher kommen die ins Feuerholz, aber so sehen die noch gar nicht so schlecht aus. Hier könnte es auch schon, naja, da könnte es auch hinter sich haben. Bei solchen Dingern, die sägen wir mal kurz an, machen wir einen Schnitt. Wenn wir sehen, nee, ist nichts, dann machen wir sie gleich weg. Wenn ich das hier jetzt auch richtig durchziehen sollte, machen wir es auch weg, weil das hat keinen Taug. Da bin ich hier stundenlang am Schneiden und dann nachher habe ich faule Dachlatten, das macht keinen Sinn. So, bei den Kandidaten, wo ich mir unsicher bin, nehme ich mir jetzt die Motorzähche und schneide hier vorne noch mal ein bisschen frisch. Und dann wird man wahrscheinlich besser sehen, was damit los ist.
So Leute, das gesund schneiden, das finde ich sehr, sehr aufschlussreich. Da sieht man mal so ein bisschen, was mit den Stämmen los ist. Bei dem hier ist es so, der sah ja von außen noch so weit ganz gut aus, aber wenn ich mir das hier angucke, dann ist die Fäulnis doch von außen schon ziemlich weit in den Stamm vorgedrungen. Bei dem haben wir hier so eine kleine Ecke. Das kann sein, dass das recht lokal ist und nicht so viel betrifft. Hier haben wir eine anfangende Fäule im Stamm, im Zentrum. Weil das hier aber, wie man sieht, da ist das untere Ende, hier ist das obere Ende. Und weil das immer am unteren Ende anfängt, kann man davon ausgehen, dass sich das durch den ganzen Stamm durchzieht. Das heißt, der hat einen komplett faulen Kern. Der sieht soweit gut aus. Hier haben wir auch so eine kleine beginnende Fäulnis im Kern und auch der Splint außen setzt schon ein bisschen Gammel an. Ja, bei dem ersten hier sieht man, er setzt sich komplett durch den ganzen Stamm fort. Das heißt, den kann man wahrscheinlich nicht gebrauchen. Hier sieht er auf der Seite noch ganz gut aus. Obwohl auch schon so leichte Verfärbungen angefangen haben. Der große, dicke Stamm, von dem ich mir eigentlich viel erhofft habe, der setzt hier eben diesen gesamten Fäulnis durch den Kern durch. Der hier, der von der anderen Seite noch so weit ganz gut aussieht, ist von hier auch schon angegammelt. Und der scheint zum Sägen geeignet zu sein. Ja, ist ein bisschen ernüchternd, würde ich mal sagen, ne?
Im nächsten Arbeitsschritt nehme ich mir die Motorsäge und säge hinten am Stamm das dicke Ende ein bisschen in Form, damit der Stamm nicht so schräg auf dem Sägewerk liegt. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das dient der besseren Ausbeute. Wenn der so schräg ist und so schräg drauf liegt, dann sägt man den ganzen Stamm schräg ein und dann verliert man zu viel Holz. Wenn man das ein bisschen so schneidet, dass das Kopfseite und Fußseite ungefähr gleich stark ist, dann kann man die beste Ausbeute aus den Brettern bzw. aus dem Stamm an Brettern erzielen. Ja, ich spanne den jetzt erstmal fest. Ich habe hier immer meine Toolbox mit dabei. Den Hammer.
Und hier seht ihr jetzt auch mal, was ich meine. Das hat einen dicken Deckel gegeben. Und den dicken Deckel, den müssen wir jetzt irgendwie klein kriegen. Ich habe das sonst immer auf die Seite geschmissen, da habe ich keinen Bock drauf. Dafür nehmen wir uns jetzt den Schlepper und den Spalter. Ich markiere das jetzt erstmal so auf 50 cm, dann schneiden wir das klein, hauen uns den Spalter und hauen uns gleich auf den Dumper. Dann ist es von den Füßen weg. So, bevor wir jetzt aber den Schlepper anschmeißen, sammle ich erstmal die anderen drei Schwartenbretter, die es jetzt noch geben wird. Pack das ganze Zeug jetzt erstmal vor den Spalter und dann machen wir eine Aktion, wenn wir den Schlepper als an- und ausmachen. Und das macht ja auch keinen Sinn. So, der wichtigste Schritt eigentlich überhaupt bei dieser ganzen Schneideaktion ist jetzt einen vernünftigen rechten Winkel hinzubekommen. Wie man sieht, das Ding hängt jetzt so halb irgendwie da drauf. Dafür habe ich hier die kleine Wasserwaage, die halten wir an den Stamm und dann richten wir den schön aus, damit wir jetzt zwischen dem nächsten Schnitt und dieser Fläche hier einen schönen 90 Grad Winkel hinbekommen. Dadurch, dass jetzt schön 90 Grad wird, dadurch kriegt man natürlich nachher auch viel bessere Ergebnisse in Sachen Dachlatten. Das hat man überall so Parallelogramme nachher. Wie gesagt, jetzt der nächste sehr, sehr wichtige, wenn nicht einer der wichtigsten Schritte überhaupt beim ganzen Sägen. Ich habe hier vorne jetzt bewusst ein bisschen tiefer angesetzt, weil diese Fäulnis sich doch ziemlich tief reinzieht. Hier, das ist ja schon so ein bisschen nicht mehr so schön. Und man sieht ja hier auch schon diverse Pilzkulturen auf dem Stamm. Das führt natürlich dazu, dass es hier hinten eine ziemlich dicke Schwarte gibt. Da könnte man jetzt auch noch was rausschneiden, wenn man ganz dolle wollen würde. Aber wie gesagt, momentan ist das Fichtenholz hier alles zum Brennholzpreis für ein Apfel und ein Ei zu bekommen. Und da machen wir da hinten auch Brennholz raus. Es gibt ja auch schöne Scheite, das ist ja kein verlorenes Holz. Und man weiß auch nie so genau, wie weit sich der Scheiß hier schon, sieht man, ist alles ein bisschen mörmelig, schon reingefressen hat. Von daher keine Kompromisse, weg mit dem Scheiß.
jetzt haben wir uns so einen schönen fetten Balken geschnitzt. Das ist echt ein richtiger Kravenzmann. Da wird sich so mancher Häuslebauer drüber freuen, so einen fetten Träger zu haben. Aber wir sind wie wir sind. Wir machen den jetzt, Helge kennt das, klein. So ein schöner Balken. Trotz alledem machen wir den jetzt klein. Ich drehe den jetzt um 90 Grad und dann fange ich von oben an, Bretter zu sägen. Und von dem Rest, was da noch unten stehen bleibt, da sägen wir schöne Dachlatten von. Ja, so, zum Ausrichten mache ich es jetzt so, lege das Sägeband jetzt hier oben auf den Balken auf, sodass das gerade so drüber läuft. Und dann kann ich mir hier am Schnittcomputer die Brettstärke aussuchen. Die mache ich 25, deswegen tippe ich hier 25 ein und kann dann einfach sagen Start Next Cut. Und dann richtet sich das Band auf die Höhe ein. Das heißt, wenn man jetzt hier sägt, würde man 25 mm abnehmen von oben. Und das ist eine schöne Brettstärke.
das hat es gegeben. 5 Dachlatten hat es gegeben und 10 Bretter. Wie gesagt, die Dachlatten, da habe ich mal geschaut, bei uns im Baumarkt wollen die 3,50 Euro haben. Das heißt, wir sind hier knapp bei 18 Euro für die Dachlatten und 10 Bretter hat es gegeben. Ich weiß nicht, was so ein Brett kostet, aber nehmen wir mal 5 Euro an pro Brett. Ich denke, dafür wird man es nicht bekommen, aber ist ja schön breit. Das ist 25 breit. Das ist ja schon mal was ganz ordentliches, ja nicht nur so ein Lättchen. Ja, schon mal ein Brett. Und sagen wir mal, 5 Euro pro Brett sind wir hier bei 50 Euro für den Stapel plus die, sagen wir mal, 18. Sagen wir, sind wir bei 60, 65 Euro, ein bisschen mehr als 65 Euro, die wir aus dem Stück Käferfichte gewonnen haben. Das war jetzt natürlich nur ein Stamm. So am Tag kann ich, keine Ahnung, 4, 5, 6 Stämme verarbeiten, wenn ich dran bleibe. Aber ist ja nicht alles. Die Reste, da habe ich ja gesagt, da machen wir jetzt noch ein bisschen Brennholz von. Dafür schmeiße ich jetzt mal einen Schlepper an und dann hauen wir das durch den Spalter. Und das ist ja auch wieder bares Geld in der Tasche, beziehungsweise schöne Wärme im Pufferspeicher.
soll ich sagen? Warmen Hintern für mehrere Tage gab es quasi gratis noch oben drauf. So, richtig schönes. Ist auch schon trocken. Ich gleich in den Ofen. Richtig schönes Brennholz geworden. Auch für Lau gar nicht so schlecht. So, jetzt kommen wir aber schon zum Ende von unserem kleinen Video. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Ich mache heute noch mal ein bisschen weiter, aber für euch ist heute Schluss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Seid gespannt, schaut mal bei Stefan bei Bungi81 vorbei und auch beim Grünen Wolf. Kommt wieder zurück hier zur Obermühle, denn hier gibt es ja immer was zu sehen. Bis dahin, macht's gut, ciao, tschüss.